Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am ersten Spieltag der Bundesliga der neuen Saison. Und natürlich findet der noch nicht heute statt, sondern ihr seht das direkt oder ihr hört es auch. Wir stehen hier bei der offiziellen Saisoneröffnung des 1. FC Köln und wir haben eine relativ lange Sommerpause jetzt in den Knochen. Und was ist denn da alles passiert in der Zwischenzeit, Thomas? Ja, eine ganze Menge. Ne? Wir haben neue Spieler, es gab ein Trainingslager, es gab Testspiele noch und nöcher. Ne? Also eine ganze Menge Spannendes. Gab auch ein paar offizielle Verlautbarungen. Ich würde sagen, da kommen wir gleich dann im Einzelnen zu. Ne? Das machen wir gleich, genau. Und wir blicken schon auch noch mal kurz zurück auf das Trainingslager. Ich war ja auch vor Ort, habe mir wirklich schöne Eindrücke dort auch bilden können. Wir reden über die Neuverpflichtungen. Und bevor wir das tun, machen wir natürlich eins, was wir immer machen, nämlich ja, das Motto. Ne? So, jetzt könnte man sagen, der erste Spieltag ist ja gegen Schalke, aber eigentlich sollte unser erstes Motto immer etwas Saisonübergreifendes haben. Ja. Und deswegen lautet das Motto: innen einig, außen giftig. So, und wie ihr seht, meint, ich habe es falsch rum. Premiere, ne? Der Drucker hat es falsch rum gedruckt. Wir stehen also einmal falsch rum da. Ich muss also hier. Ne? Ist das jetzt ein gutes Omen? Rainer Mendel hat sich wieder ins Bild gedrängt. Fotobombe, komm her. Jetzt kommst du her. Jetzt kommst du auch rein. Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Komm in die Mitte. Und jetzt erzählst du uns, was verstehst du unter innen einig, außen giftig? Ich verstehe darunter, dass wir eine Ruhe haben im Club und außen werden wir weiterhin sportlich angreifen und giftig auf dem Platz sein. Habe ich das richtig? Das war nicht geprobt, sondern echt mega spontan und es trifft das, was in unseren Köpfen vorgegangen ist, auf den Punkt, Junge. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war nicht abgestimmt. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Wirklich? Also alles Gute, ne? Mach's gut. Viel Spaß, Rainer. Wir sehen uns später. Ey, das war wirklich nicht abgestimmt. Ja, und Brülle, wenn man sich in diese Veranstaltung hier hineinbegibt, wir wussten, es wird wahrscheinlich das eine oder andere Verrückte passieren. Das ist so schnell passiert, am Anfang der PK schon und dann, super, großartige Geschichte. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, ist das jetzt ein schlechtes Omen, dass unser Drucker wirklich das erste Mal in 8 Jahren 2 Kölsch sich verdruckt hat und dass bei beiden vorne dasselbe draufsteht? Würde ich nicht sagen, weil außen, innen, außen... Also, das kann so falsch nicht sein. Wir nehmen das als Gutes. Wir sind ja flexibel, ne? Auf jeden Fall. Das Wichtigste ist aber, ne? Habt ihr alle drauf gewartet, hoffe ich mal, ne? 2 Kölsch auf 3 Punkte. Grüßchen, Leute. Gegen Schalke 04. Prost. Schmeckt ja. Ja, lecker. So, machen wir tatsächlich das, was der Rainer gerade gemacht hat mit uns, den Motto-Check. Ne? Das ist ja lustig, dass er es sofort gecheckt hat, freut mich sehr. Hättest du es dazu getraut? Naja, ehrlicherweise in der Situation, in der du dann so rein, jetzt muss ich was dazu sagen, da steht man ja manchmal schon am Schlauch. Ne? Ja. Wie ist es bezogen auf den sportlichen Bereich? Das hat er jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, aber ist es noch ein bisschen mehr? Können wir, was ist? Ja, definitiv. Also, wenn man eins sagen kann in diesen Wochen, in diesen Tagen, dann ist es doch das, dass unser Verein so vereint ist, wie es viele Präsidien nicht hingekriegt haben, wie man es selber lange nicht empfunden hat. Wir ziehen endlich an einem Strang, also Geschäftsführung, Vorstand. Der Trainer ist wirklich völlig eine Bank in diesem Team. Die Mannschaft zieht mit, die Fans auch unter den Fans. Mir kommt es wirklich so vor, als ob man noch nie so eine gute Stimmung unter den Fans hatte wie in diesen Zeiten. Erzähl mal vom Trainingslager. Du warst da, ich war nicht da, aber... innen einig ist das? Ja, total, total. Also die Jungs hatten Spaß, der Trainer hatte Spaß, wir hatten alle Spaß und es gab Abendveranstaltungen, auf denen auch sehr nette Gespräche stattgefunden haben. Und ja, ich habe es ja eben schon gesagt, auf mich macht es den Eindruck, als ob dieser Verein lange nicht so an einem Strang gezogen hat, wie das jetzt gerade der Fall ist. Und das Ergebnis kann nur sportlicher Erfolg sein, das ist meine große Hoffnung. Weiterhin sportlicher Erfolg. Das würde sagen, außen giftig. Ne? Also jetzt immer das alte Problem mit den Trainingsspielen und Testspielen, die haben ja wenig Aussagekraft. Ne? Ich habe jetzt das Spiel, wir haben gemeinsam das Spiel gegen Mailand gesehen. Mhm. Ich war ehrlicherweise ziemlich begeistert und überrascht, dass wir so von Anfang an so gespielt haben, als wäre das irgendwer. Also wir haben gespielt, als wäre es Paderborn oder wer auch immer. Ja. Völlig irre. Und dass die natürlich mit ihrer Klasse sich zu wehren wissen, das haben wir auch gewusst, das ist kein Thema. Aber ja, es war kein Angsthasenfußball, sondern es war giftig.
Das finde ich schon großartig, wenn wir das weiter so machen. Das ist das, was wir Anfang letzter Saison schon gesagt haben. Mhm. Kann eigentlich nichts passieren, oder? Ja, zumal auch die Neuzugänge auch einen sehr guten Eindruck machen. Also ob das ein Martel auf der 6 ist, tut mir leid. Für mich hat der Salih Özcan jetzt schon vergessen gemacht. Also ich glaube, da können wir uns sehr viel von erwarten von dem Jungen. Auch der Hüseyin Bajic wird ja nicht umsonst jetzt nicht nach Regensburg ausgeliehen, sondern er soll bei der Mannschaft bleiben, weil er auch einen guten Eindruck gemacht hat. Pedersen, der Linksverteidiger, jetzt schon, als wäre er seit Jahren in diesem Verein. Also ich glaube, da entwickelt sich auch ein richtiger Führungsspieler. Und jeder, den ich jetzt nicht nenne, der soll bitte nicht denken, dass er da weniger aufführt. Aber das sind die drei, die mir schon bisher so am meisten aufgefallen sind. Und insgesamt eine ganz homogene Truppe, die da sich jetzt auf den Weg macht. Einige. Und wenn der Auftakt gegen Schalke, ich meine, es ist ein Aufsteiger und unser Lieblingsgegner ever eigentlich, die haben wir meistens geschlagen. Wenn der Auftakt jetzt gelingt, dann sollte es doch eine gute Saison werden. Absolut. Was einen ja wundert, ist so ein bisschen, dass wir noch niemanden groß verkauft haben. Also wir haben jetzt, außer Özcan, den du angesprochen hast, wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass jetzt der große Ausverkauf kommt, weil wir so pleite sind wie nur irgendwas und dass wir niemanden holen. Jetzt holen wir lauter Leute und du hast mal gesagt in unseren Gesprächen, du findest es großartig, weil keiner jetzt sagt, oh, die haben schon so viel eingenommen, jetzt lege ich noch mal 1 Million drauf für die Einkäufe. Das heißt, strategisch komplett richtig, also außen giftig, innen einig wieder. Auch das ein Beispiel? Absolut. Und das beste Beispiel für außen giftig, das haben wir natürlich jetzt gerade auf, in Anführungszeichen, politischer Ebene erlebt. Und endlich, ich kann nur sagen, endlich hat unser Verein mal Zähne gezeigt und hat sich geäußert zu einem auch vermeintlich schwierigen, sensiblen Thema und in einer Art und Weise, die wir auch nur unterschreiben können. Das ist genau der richtige Ansatz zu sagen, dass die belarussischen Teams an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen sollten. Und egal, was da auch kommt, wir als Fans, also wir beide jetzt explizit, werden das zu 100% unterstützen, auch die weitere Vorgehensweise. Es ist super. Ja, und ehrlicherweise, es ist auch proaktiv. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die irgendjemandem gefolgt sind. Irgendeiner macht eine Karte und wir hoppeln hinterher. Selbst das ist ja früher nicht möglich gewesen. Aber jetzt gehen wir mal vor. Das ist toll. Und das zeigt auch, dass da ein großes Selbstbewusstsein ist, auch in der Führungsetage. Ja. Und ein ganz klares Bekenntnis zur Charta. Denn seien wir ehrlich, früher ist die Charta gerne mal rausgeholt worden, wenn es gerade mal so passte. Ne? Wenn sich irgendein Fan angeblich daneben benommen hat und sowas. Ja, jetzt wird endlich mal danach gelebt nach den Werten und das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Wirklich und, toll. Und das dokumentiert auch wieder die innere Einigkeit. Ja. Das heißt Vorstand und Geschäftsführung, ich glaube, wir werden da 5 Minuten drüber diskutiert haben, machen wir das nicht. Und dann hat man entschieden, ja, wir machen das, weil man einfach dieselbe Denke hat. Das ist auch ein Riesenunterschied zu vorher, wo die Geschäftsführung um Werle und die ganzen Buddies, die er da eingebracht hat, und dem Vorstand eben nicht an einem Strang gezogen haben und auch dadurch nie in der Lage gewesen wären, solche starken Statements nach außen abzugeben. Das hat sich geändert. Dazu gehört für mich übrigens auch der Widerstand gegen diese Strafen, die auferlegt werden. Ne? So, ist da wieder ein Dortmunder. Hier fliegen lauter Dortmunder rum. Schöne Grüße. Also nicht einfach anerkennen, dass man da Strafen aufgebrummt kriegt, völlig absurderweise, ja, für Selbstverständlichkeiten im Fußball, sondern dagegen vorgehen, egal wie erfolgreich das dann ist. Ich finde das super und auch das gehört zur inneren Einigkeit und dazu, dass wir nach außen giftig sind und uns nicht alles gefallen lassen von den Verbänden. Das ist unser übergeordnetes Motto zum ersten Spieltag und wir hoffen, dass es uns die ganze Saison über trägt. Und ob das jeder auch direkt versteht, dieses Motto, das versuchen wir jetzt mal in Erfahrung zu bringen. Und wir werden ein paar Leute einfach hier mal befragen und auch ansonsten uns ein bisschen rumtummeln jetzt hier auf der Saisoneröffnung. Ja, und zu Schalke können wir dann nebenbei immer was sagen, oder? Stimmt. Ja, was fällt uns da ein? Das ist Aufsteiger, Lieblingsgegner. Eigentlich eine kleine Wundertüte, aber wir haben es ja schon im Saisonrückblick gesagt, für mich auch ein absoluter Abstiegskandidat, wieder Nummer 1 und ich halte uns für den glasklaren Favoriten in diesem Spiel. Dass wir die nicht mögen, weiß, glaube ich, jeder. Ich muss auch einfach sagen, ich komme nicht drüber. Die haben über so viele Jahre sich mit Tönnies, was nun wirklich nicht sympathisch ist, und Gazprom, wovon jeder mittlerweile endgültig auch begriffen hat, wie unsympathisch das ist, über Wasser gehalten und einen auf dicke Hose gemacht. Und dass ich die jetzt dafür lobt, dass sie das nicht mehr tun, ist lächerlich. Nein. Es bleibt einfach ein ganz komischer, unsympathischer Verein. Und die müssen viel dafür tun, damit sie wieder in
ins richtige Fußballuniversum einziehen und die Herzen von echten Fans zurückgewinnen. Das ist meine Meinung. Und deswegen, ich habe die nicht vermisst. Kein bisschen. Das stimmt, was du sagst. Also bis die mal wieder glaubhaft sind, muss viel passieren. Und jetzt passiert das, was ich eben schon angekündigt habe. Jetzt fragen wir mal ein paar Leute, ob unser Motto denn auch verstanden wird und genauso gesehen wird. Bis gleich. Bis dann. So, der Erste ist uns direkt jetzt noch hier zugelaufen in die PK. Und der kann nicht so gut sprechen, aber der kann bestimmt klatschen. Innen einig, außen giftig. Was hältst du davon? Ist das richtig? Siehst du das auch so? Yes. So, weiter geht's. Dankeschön. Innen einig, außen giftig bedeutet für mich, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir zusammenhalten und giftig in den Kampf gehen und alles geben dafür, dass wir die Saison genauso spielen wie letzte Saison. Vielleicht wenn sogar besser. Ja. Was sagst du? Damit wäre ich zufrieden. Drin muss es natürlich stimmen. Und das war unser Faustpfand letzte Saison. Der Teamgeist hat gestimmt, das hat lange nicht mehr gestimmt, das haben wir hingekriegt. Und jetzt sind wir im Innern stark und außen giftig. Innen einig, weil der Verein nach innen sich einig ist und in sich ruht, und außen giftig, weil wir auf dem Platz Gas geben. Innen einig, außen giftig, das ist natürlich das Motto, was heißt giftig draufgehen, sich einig sein. So spielen wir in der letzten Saison mindestens, vielleicht noch ein bisschen mehr, und dann klappt das schon. Innen einig, außen giftig, ja! Okay, bitte mich angucken, nicht in die Kamera, ne? Ich denke, das haben wir im letzten Jahr gesehen, wenn man innen die Einigkeit herstellt im ganzen Verein. An einem Strang zieht, sowohl im Verein als insbesondere auch die Mannschaft im Platz, sieht man, was erreichen kann mit dem sensationellen 7. Platz. Und auch im ganzen Club geht es aus meiner Sicht gut voran. Und nach außen natürlich giftig sein, auf dem Platz giftig sein, die Mannschaft nach vorne peitschen, und dann werden wir weiter noch erfolgreich sein und da anknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Der FC ist genau wie ihr, innen, außen, Kölsch. Prost, ihr Jecken. Wir sind endlich wieder so einig innerhalb vom Verein, wie wir schon seit Jahren nicht mehr waren oder überhaupt schon lange Zeit nicht mehr waren. Und das macht uns stark. Ja, wir sind im Verein ruhig, aber nach außen zeigen wir auch unsere Meinung und zeigen auch mal Ellenbogen und zeigen, dass wir stark sind, weil wir innen gefestigt sind. Innen ist Köln eine Bank, außen sind sie radikal, die zeigen, was sie können. Ja, ich würde sagen, das Motto hat die Feuertaufe bestanden. Alle haben es begriffen. Total spannende Interpretation gewesen. Hattest du ein Highlight? Ja, also mein Highlight waren ganz klar die FC Cheerleader Girls. Also, erstmal, dass sie seit so langer Zeit wieder mit am Start sind. Ja. Das freut uns total, und sie waren auch sehr spontan und schlagfertig. Also es hat mir sehr gut gefallen, aber auch alle anderen haben es verstanden, was wir zum Ausdruck bringen wollten. Ja, und dann gab es sogar ein bisschen Überraschungen dabei. Ich würde sagen, keine Überraschung wird das Spiel sein gegen Schalke. Die hauen wir einfach weg, denn wir sind ja innen einig und außen giftig gegen Scheiße 04. That's it. Weg damit. Macht's gut, Leute. Tschüsschen. Yeah.